Wann gerät die Infinity in den Trichter? In höchstens 2 Minuten. Die Allianzler eilen zu irgendwas auf der... Vor 43K-750K-12K.
Die halten immer noch Kurs auf die Öffnung. Beeilung, Chief! Infinity, hier ist Sierra 117 von der UNSC Forward unto Dawn. Hören Sie mich? Infinity, hier ist Sierra 117 von Dawn. Infinity, bitte komm! Infinity, bitte komm! Chief? Chief, lassen Sie die Kontakte los! Such uns einen Ausgang. Meinetwegen müssen Sie nicht warten. So schwindet die große Ernte meines Verrats. Selbst diese niederen Wesen haben erkannt, wofür du blind warst, Mensch. Eure Vornehmheit nimmt euch die Sicht, wie immer. Die Bibliothekarin hat kaum etwas dem Zufall überlassen, nicht wahr? Meine eigenen Wächter, meine Welt, gegen mich zu wenden. Wie hochmütig zu glauben. Sie könne euch ewig vor mir beschützen. Wenn ihr nicht einmal diese Tiere beherrscht, hat die Menschheit die Aufgabe noch nicht erlangt. Euer Aufstieg kann noch abgewendet werden. Die Zeit war euer Freund, Mensch. Aber nun hat sie dich verlassen. Die Blutsväter sind zurück. Dieses Grab ist nun das deine. Bitte. Wir müssen los. Dieser Didaktiker, er hat das Signal der Infinity manipuliert, damit wir ihn freilassen. Zieh sie auf! Was passiert? Der Eintritt des Satelliten in den Überraum hat den Kern destabilisiert. Der Didaktiker entkommt. Wir müssen ein Portal finden, bevor das gesamte Netzwerk zusammenbricht. Schnappen Sie sich einen Ghost! Moment, ich werde Energie von Ihren Schilden umleiten, um den Schub des Ghosts zu versteuern. Was machen Sie da?
Sie da! Vorsicht, Cowboy! Chief, da! Infinity. Ein unbekanntes Wesen hat die Kontrolle über unser Schiff. Wir sind antriebslos und auf Kollisionskurs mit einem unbekannten Blutsfelderplaneten. Sinkflug berechnen. Erledigt. Aufschlag voraussichtlich 77,8 Kilometer nördlich. Sie wissen, wo er hin will. Wo wir auch hin wollen. Bleiben. Aufklärer auf dem Weg. Das Schiff sieht intakt aus. Irgendwas sagt mir, das ist nur so, weil der Didaktiker es wollte. Hier lässt sie an UNSC Infinity. Sind hier unten von Feinden umringt? Hört uns jemand? Hier ist Sierra 117 von der UNSC Forward unto Dawn. Sind bereit, Ihnen zu helfen. Negativ. Langsam sagten Sie Forward unto Dawn. Wiederholen. Das Signal kommt und geht, ich kann's nicht rausfiltern. Bring mir Ihre IFF-Tags auf den Schirm, dann haben wir wenigstens ein festes Ziel. Ich empfange einige IFF-Tags unter den Bäumen und übertrage den nächsten auf Ihr Hand. Ist der gleiche wie der auf der Dawn. Außer, dass der Didaktiker ihn jetzt persönlich kontrolliert. Infinity an Commander Lasky. Bitte kommen! Wir haben wohl den Notruf nicht erhalten. Einer von ihnen ist Offizier. IFF-Tag überprüfen. Laut Tag ist das Jimenez, Paolo J. Also ist Lasky noch irgendwo da draußen?
Moment mal. Was hat er gerade da drüben fallen gelassen? Damit konnten sie also durch den Nebel sehen. Orte noch ein IFF-Tag am Ende des Dickichts. Der Zeitangabe zufolge ist Lasky hier durchgekommen. Weiteren IFF-Tag geortet. Aber da kommt wohl eine Verengung. Ihr könnt in eine Sackgasse geraten. Da ist ein Freund-Feind-Tag. Aber wo ist der Besitzer? Mehrere Tags. Chief, das sind Verbündete.
Sie müssen wohl noch etwas auf Ihre Willkommen-Zurück-Party warten. Tom Lasky, erster Offizier der Infinity. Hätte nie erwartet, Sie wiederzusehen. Dicht machen! Dachte, Sie wären größer. Commander! Funksignal! Antworten Sie. Auf welcher Frequenz? Welche Frequenz? Verdammt! Infinity, hier Commander Lasky. Pelican-Aufklärer abgeschossen. Wiederhole, alle Vögel abgeschossen. Haben Verluste erlitten und brauchen sofortige Hilfe. Komm! Endlich. Haben Sie die Koordinaten begründet? Positiv, Sir, aber wir brauchen einen Transport hier raus. Kümmern Sie sich darum. Sie wurden zum Aufklären losgeschickt während eines Angriffs auf das Schiff. Der Captain dachte, die Infinity könnte uns Feuerschutz geben und trotzdem den Angriff abwehren. Sir, wir werden die Verwundeten niemals zu Fuß zum Schiff bekommen. Ich weiß nicht, ob es zu früh ist, Sie um einen Gefallen zu bitten, aber für uns wird hier langsam die Luft dick. Haben Sie zufällig Übung darin, LZs zu räumen? Manchmal schon. Ich gebe Bescheid, wenn das Gebiet abgesichert ist. Ein Scan der Umgebungstopographie zeigt eine Lichtung im Norden.